Und unter dem Aspekt war es auch wirklich großartig, Lehrerkind zu sein, weil Pädagoginnen und Pädagogen ja schon berufsbedingt Menschen sind, die von sich selbst derartig überzeugt sein müssen, dass die Fremdwahrnehmung der eigenen Kinder wiederum dermaßen überschätzt ist, dass man als eben dieses Kind bei jeder noch so kleinen Gelegenheit völlig grundlos gepusht und gefördert wird. Also, Elite war bei uns zu Hause ein sehr großes Wort. Wir durften oft auch nur mit anderen Lehrerkindern spielen. Elite ist bei uns zu Hause so oft gefallen, dass ich glaube, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, hätte ich Elita geheißen. Wir, die Bildungselite, die Speerspitze der Gesellschaft, die Gesellschaft dann Spießbürger nennt. Und wenn es nicht die Elite war, dann war es das Talent. Mein Gott, ist der Bub talentiert! Mein Gott, der Bub ist so gescheit und so talentiert! Ich möchte an dieser Stelle fairerweise schon anmerken, dass zwischen sonderpädagogischem Förderbedarf und Hochbegabtenförderung ein sehr schmaler Grad ist, an dem oft nur die soziale Herkunft unterscheidet, auf welcher Seite man oben fliegt.